Hi Freunde, Europas größtes Custom Bike Treffen hier am Glemseck bei Stuttgart. Gaststätte, kurz vor dem Ansturm der sich nähernden Besucher. Dieser Mann hat dieses Fahrzeug gebaut. Und das war nicht die Meinung, ich wollte was anderes. Seine Frau wollte dieses Fahrzeug, meine Damen und Herren. Ein sensationelles Produkt. Ja. Du hast Kinder und die sind immer traurig an Weihnachten, ne? Weil es gibt alle Spielzeuge. Keine Kinder. Und meine Freundin findet das Motorrad hässlich. Ja, das ist nicht zu verstehen eigentlich. Nee. Aber viele Kinder spielen immer auf Motorradtreffen mit meinem Motorrad. Ja. Ja, also ich freue mich, du bist aus Holland, denke ich mal. Ja. Es gibt keine Probleme bei der Fahrt oder Polizeikontrolle. Nee. Es läuft alles legal, alles sauber. Alles darf noch. In Holland noch keine TÜV. So, wie viel Prozent des Fahrzeugs verlierst du während der Fahrt? Weiß ich nicht. Ich habe zu Hause zwei Koffer voll mit neuen Sachen, die ich noch anbauen kann. Ja, und Kabelbinder. Immer und am Kabel, Mann. Ja? Habe ich dabei. Kabelbinder, Duct Tape und Eisendraht, um alles festzumachen. Sehr, alles geht gut. Sensationell, ja. Also ich freue mich auch, dass das angenommen wird bei dem Motorradfahrer. Ja. Ich gehe jetzt zurück ins Studio. Okay. Wünsche dir ein wunderschönes Glemseck 2016. Okay. Und ja, viel Spaß noch. Ja. Neben Herstellern wie KTM, BMW war natürlich auch Europas größtes Motorradhaus, die Firma Limbecher und Limbecher, vertreten. LLC Limbecher Custom Edition hat aktuell zum Thema passend die Boxermodelle präsentiert. Bobber, Scrambler, Lowkicker, die ganzen neuen Genres sind hier wunderschön umgesetzt worden. Morgen-Idylle am Glemseck. Noch ist es ruhig. Moment.
Aufgrund dieser unwahrscheinlichen Mengen an Zuschauern wurden die Rennen auf einer riesigen Großbildleinwand übertragen. Zuschauer und auch Motorradaussteller sowie Motorradfahrer aus ganz Europa haben sich hier eingefunden, um sich gegenseitig zu feiern, um neueste Produkte anzuschauen, um Ersatzteile zu tauschen und Rennen zu fahren. Auch die Großkonzerne wie zum Beispiel BMW und auch natürlich KTM waren mit großen Ständen und neuesten Produkten vertreten. Was du da siehst, das sind mit Sicherheit, das sind also mit Sicherheit mal locker 30 PS. Und mehr Bier bekämpfen und mit Emotionen aufpumpen. Du musst dich aufpumpen mit dem ganzen Schwachsinn. Das hörst du durch. Ibu 600. Auch nicht schlecht. Die Vorbereitungen für das Drag Race hier im Fahrerlager sind auf Vollgas eingestellt. Fahrer aus England, USA, Spanien, Italien und natürlich Frankreich sind hier am Start. So, hier die Racing-Abteilung für das Sprintrennen hier, Achtelmeile. Die Jungs hier im Fahrerlager konsequent vorbereitet. Hier absolutes High-End-Racing. Hier sind die Superprofis am Start. Mit sehr außergewöhnlichen Konstruktionen auf Basis dieser alten klassischen Fahrzeuge. Hier unterschiedliche Baustile und ja, hier geht es am Glemseck 2016 natürlich jetzt um die Ehre, um die Schrauber-Ehre, denn hier muss man jetzt richtig gespannt sein, welche Konstruktion hier am ausgereiftesten ist. Und ja, wir machen nachher noch ein paar kleine Interviews mit den ganzen Fahrern und schalten zurück ins Studio. So, hier der Starthelfer in einem hier legendären Outfit. Hier werden die Starter auch in verschiedenen Outfits natürlich die Jungs an den Start winken. Ich war schon auf der Strecke, 5 Kilometer weiter. Thank you.
meine Damen und Herren, Klemmseck 2016. Jetzt geht's los, jetzt wird vorgezogen hier zum Start. Seite, wer gestern da war. Wer von euch war gestern hier bei den Sprints? Okay, immerhin einige. Also, ihr werdet ihn vielleicht noch mal kennen. Das ist Nate Kirk. So, jetzt haben wir nur ein kleines Problem, wie ich gerade sehe. Da kommen nämlich oben noch Herren. Also, dann, wie gesagt, feuert die Jungs an. Das Gebüsch und können dann natürlich nicht lesen, aber auch das nutzt jetzt nicht. Freigabe. Vielleicht mal ab. Hier auf meiner Seite. Wir sind hier bei Moto Guzzi und hier steht mein Freund Benedini, der größte Fachhändler hier in Württemberg. Ich freue mich, herzlich willkommen. Ich mache einen kleinen Werbefilm über das Klemmseck. Schöne Exponate hier und wie ist die Resonanz? Wie sieht es aus? Läuft. Also, sehr schön. Allein mit 5000 Motorrädern. Meine Damen und Herren, haben wir Klemmseck, die Luft bei sensationell. Die Bombe ist der Herkules-Klasse, 50 Kubikzentimeter, stehlen den großen Motorrädern die absolute Show. Hier brennt die Erde mit Herkules
friedliche Idylle. Ich höre Stimmen aus dem tropischen Urwald. Ich sollte eine Tablette nehmen. Und dein Gegner ist weg. Also, Applaus für die beiden, die jetzt gleich losfahren werden. Sprint nach dem Trainingslauf. Nochmal fahren. Seid ihr einverstanden? Europas größtes Custom-Treffen. Heute Samstagnachmittag, über 40.000 sind hier heute auf dem Gelände. Viele Leute übernachten hier und haben ihr Motorrad dabei natürlich. Die ganz eingefleischten kommen im Schlafsack, andere in den Zelten. Ja, es ist unwahrscheinlich hier, was hier sich abspielt. Die Nacht ist kurz, es gibt ein Entertainment-Programm. Auch von den Motorrad- und Mopedfahrern, die nachts hier Burnouts machen, die ihre Maschinen nochmal hier bewegen. Man kann auf dem Gelände erfahren, man kann also auch als Besucher hier durchfahren. Unendliche Weiten, überall wird zelebriert. Das Motorrad, Bier, Getränke natürlich, gute Musik, Livebands. Ja, es ist schön. Klemmtec 2016.